Hallo liebe Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Kristall. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir jetzt hier eigentlich machen müssen. Ich denke einfach mal, wir werden dann in die Arena gleich noch gehen. Aber als erstes gehe ich mal zu dem und hole mir jetzt Sonderbonbon. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclub. Ich habe über 150 Pokémon aufgezogen. Ich bin sehr kleinlich, was Pokémon betrifft. Bist du extra hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu erfahren? Na klar! Oh, sorry. Sehr schön, dann hör gut zu. Also, am liebsten habe ich Galoppa. Es ist süß, lieb, klug, anmutig und wunderbar. Nicht wahr? So sehr wild, schön, liebenswert. Ich verehre es. Knuddle es, wenn es schläft. Warm und weich. Oh, und sensationell. Großartig, einfach, göttlich. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich habe dich zu lange aufgehalten. Danke, dass du mir so lange zugehört hast. Ich möchte dir das geben. Lala. Oh, die alte Sonderbonbon. Mein Hals kratzt gerade extrem, weil ich diese Stimme so mache. Oh Gott. Das Sonderbonbon macht Pokémon stärker. Meine Pokémon sollen lieber durch ihre Kämpfe stärker werden. Du kannst es haben. Okay, weg. Ja! Aber kurz gehen, tut mir leid. Okay, ich habe auch ein sechstes Pokémon jetzt. Und das werdet ihr gleich sehen. Es gab einige Probleme, denn, ja, wie gesagt, ihr habt es ja schon, glaube ich, mal in Part 26 oder wo war das? Nee, 24 oder so, gesehen, dass ich da sehr lange gebraucht habe, um ein Pokémon zu kriegen. Und, ja, ich habe ehrlich gesagt nicht daran gedacht, dass diese scheiß Tag- und Nachtregeln wirklich auch in der Höhle gelten. Habe nachts versucht, einen Rihorn oder Rizoros zu fangen und, naja, jetzt bin ich mit meinem neuen Pokémon aber noch viel glücklicher und das werdet ihr jetzt sehen. Ich habe mein Pokémon auch bis Level 46 trainiert, bis auf das neue, das ist auf Level 45. Aber das wird hier dann ein Level aufsteigen, bin ich mir sicher. Und ich habe ein... Kein Elektroball. Nein! Scheiße! Ich dachte, ich hätte das an erster Stelle, egal. Stärke! Dann werde ich das gleich einfach mal rausholen. Ja, weg. Okay. Es ist ein sehr interessantes Pokémon. Ein Stahl-Pokémon. Man könnte es jetzt eventuell schon denken, was das für ein Pokémon sein sollte. Ignaz setzt Elektroball ein und ich muss ihn voll husten und so. Ja! Ein Stahlos! Ich hätte es mir auch alleine machen können, dieses Stahlos. Allerdings ist das Problem, dass das Programm nur mit den Save, also SAV-Dateien läuft. Und das Problem bei mir ist, meine SAV-Dateien werden von meinem Laptop irgendwie nicht anerkannt. Zwar von dem Emulator zwar schon hier, von dem hier, aber allerdings nicht von meinem, von diesem Tauschprogramm. Und ich hatte dann keine Ahnung, Wahl. Ich habe dann Kevin gefragt, ob er das machen kann, Final Kevin. Er hat es auch gemacht, dann habe ich allerdings die Scheiße überspeichert, hatte keinen Stahlos mehr, dann habe ich Hundi gefragt und er hat es getan. Und ja, jetzt habe ich halt einen Stahlos. Und ich habe ihnen Erdbeben beigebracht, Eisenschweif und Feuerodem, da diese Attacken relativ gut zu einem Stahlos passen, wie ich finde. Besonders Eisenschweif. Aber ja... Feuerodem konnte eh kein anderes von meinem Pokémon und wenn doch, dann war es eher nicht so, dass Pokémon das einsetzen würde. Also im Sinne von gut einsetzen würde und halt gut ist damit und keine Ahnung. Ah! Aber naja. Stahlos hat ziemlich hohe Verteidigungswerte. Ich meine über 207 oder 207 an sich insgesamt. Aber dafür gerade mal 38 Geschwindigkeit und naja. Sag mal so, Onix hatte 56, allerdings, naja, Stahlos ist dann halt ein bisschen zurückgezogen. Dafür hat es aber mehr Verteidigung und mehr KP und alles und, da bin ich dann auch eigentlich schon relativ zufrieden mit, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay, Ignaz wurde besiegt und ich muss sagen, gegen Ash wird Stahlos auch ein bisschen besser sein, denn sollte Pikachu, Eisenschweif einsetzen, wäre ein Rizoros für'n Arsch. Stahlos hingegen kann das ja eigentlich relativ gut wegstecken, da es ja auch schon ein Döner-Pokémon, ein Stahl-Pokémon ist. Und deswegen wäre es ja an sich kein großes Problem. Und ja, Donnerattacken sind ja sowieso nicht so wirklich gegen Stahlos und deswegen perfekt.
Ja, und den Rest meiner Pokémon, keine Ahnung. Ich bin voll wieder. Aber naja. Ich denke mal, so hart wird der Kampf gegen Ash auch wieder nicht. Ich meine, gut. Ja. Das wird, denke ich mal, nicht so extrem hart, denn ich habe an sich eigentlich relativ gut trainierte Pokémon und ich habe eigentlich für jedes seiner Pokémon ein Pokémon. So oft Pokémon in einem, in wenigen Sekunden. Das würde ich relativ gut dafür geeignet ist, denke ich mal. Aber das habe ich ja sowieso schon mal belabert und das werde ich erstmal später wieder aufgreifen, kurz bevor ich das Let's Play, denke ich mal, beende. Und gegen Rot antrete. Ja. Ich weiß noch, was der hat. Der hat Magnetilo und Voltoball oder so. Und deswegen nehme ich mal Miltank. Ich meine, ich brauche jetzt nicht unbedingt mit Stalos gegen Magnetilo kämpfen. Erdbeben, weiß ich nicht, ob es da jetzt, Hopp-Erdbeben jetzt was bringt, denn, in Saphir und Rubin gab es ja schon die eigenen Fähigkeiten eines Pokémon, zum Beispiel Statik, Schwebe oder sowas, wodurch ja halt, zum Beispiel Magnetilo durch Erdbeben oder sowas halt nicht mehr angegriffen werden kann. Und keine Ahnung, ob es das hier noch angegriffen werden kann, aber ich möchte unbedingt Erdbeben für Major Bob aufheben. Denn für so ein lächerliches Magnetilo finde ich das doch schon so ein bisschen verschwenderisch. Da kann Miltank mit Feuerschlag doch ein bisschen was machen. So ein feuriger Huf mitten aufs Auge. Dann noch so einen schönen Abdruck rein. Oh, das wär's doch. Ja. Boah, ich muss unbedingt mal ein bisschen früher pennen gehen, ey. Das ist echt nicht mehr normal. Boah, ich habe heute auch eher wenig viel geschlafen. Sehr interessante Wortwahl. Sehr interessante Wortwahl. Mann. Ich habe heute auch ein bisschen wenig geschlafen. So. Ich glaube, das waren... Warte mal, wann bin ich denn gegangen? Scheiß Husten. Gegen 3:30 bin ich pennen gegangen und gegen 5 bin ich irgendwann, denke ich mal, eingepennt. Ich lag irgendwie rum und konnte irgendwie nicht einpennen, hab die ganze Zeit die scheiß Kirchglocken gehört, wie die geläutet haben. Irgendwann war es 5 Uhr, habe ich gehört, und dann bin ich irgendwann weggenickt, glaube ich. Und gepennt habe ich dann bis 11. Ja, sehr lange, sehr, sehr lange. Das reicht eindeutig nicht für mich. Ah. Und ich halte 1024, ist doch was. Und Stalos kämpft gegen Major Bob. So, dahin und dann tralala. Hey, du, keine Ahnung, du musst, keine Ahnung. Das muss ich dir lassen. Es ist nicht sehr weise, mich herauszufordern, aber es ist mutig. Wenn es um Elektro-Pokémon geht, bin ich die Nummer 1. Ich habe das Schlachtfeld nie als Verlierer verlassen. Ich grille dich, wie ich es mit meinen Feinden im Krieg tat. Yay! Ich habe sowieso Hunger, ich brauche was Leckeres. Major, grill mich! Leiter Major Bob möchte kämpfen. Nein, eigentlich möchte ich ja kämpfen. Oh, Raichu! Level 4! Und 40. Ja, das ist natürlich jetzt schon voll die Verarsche eigentlich. Seine Handlanger haben Pokémon gerade mal bis Level 37 und er hat mal 7 Level höher. Leck mich. Okay, Erdbeben und Feuerodem, denke ich mal. Sollte reichen. Oder vielleicht reicht ja auch nur ein Erdbeben. Ich habe keine Ahnung. Und ja. Boah, ich muss aber auch sagen, dieses Game, Euthanasia, oder wie man es auch aussprechen mag, das macht mich sowas von fertig, ey. Oh, so viele Probleme gibt's damit, aber es ist einfach zu geil, ich weiß nicht. Leck mich doch! Du bist schon bis 46, ich glaube, Electric ist sogar sein stärkstes Pokémon hier. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Vielleicht hat er auch einen Ampharos. Ich weiß es nicht.
Aber ich meine, man bekommt auch keine TMs von den Arena-Leitern in Kanto hier. Also auf Kristall. Ich meine zumindest, dass man keine TMs bekommt. Oh, Stalos wird natürlich wieder ordentlich Erfahrungspunkte bekommen. Magneton. Ich denke, da setze ich mir da mal kurz einen Miltang ein. Oder nee, ich teste es jetzt. Ich teste es jetzt. Zur Not habe ich ja noch einen Äther. Boah, voll Schluck auf, ey. Ich hasse dich! Okay. Hier scheint es doch noch zu klappen. Es ist zwar ein bisschen dämlich, dass es funktioniert, aber naja. Immerhin wurde das ja behoben. Okay, dann haben wir noch zwei Pokémon übrig und ich habe noch zweimal Erdbeben. Da bin ich mal gespannt, was dann noch so hat. Elektroball und mit Sicherheit kommt da noch ein Ampharos. 100 Pro. Da wette ich einfach mit. Da wette ich einfach drum. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was der sonst für andere Pokémon haben sollte. Also, wenn er jetzt zum Beispiel kommt, Zapdos, dann würde ich einfach sagen, hast du geschissen oder was? Aber nein, denk mal, das ist ein Ampharos. Schon ein Ampharos, das ist doch 100 Pro. Und? Nein, der hat einen Elektroball. Sag mir nicht, ihr scheiß dreckigen Penisköpfe von Arena-Leiter habt hier in Kanto nur Pokémon aus Kanto. Da seid ihr aber mal mehr als eine Scheiße, komm schon. Ihr müsst euch doch ein bisschen auf die Leute aus Johto vorbereiten und ein paar Pokémon aus Johto fangen und trainieren. Ein Ampharos wäre eine super Sache gewesen hier, muss ich zugeben. Damit hätte ihr auch ein bisschen Chancen gehabt, glaube ich zumindest nicht. In keinster Weise. Arrrr! Du bist stark! Okay, Wicht. Du erhältst den Donnerhorn. Yay! Ich bin ein Wicht! Juhu! Der Donnerhorn erhöht den Init-Wert deiner Pokémon. Du darfst stolz darauf sein, mich besiegt zu haben, hörst du? Okay, und man bekommt kein TM, wusste ich doch. Zwerg, immer noch bei der Sache? Bei der Pokémon und ich sind noch dabei, ja. Okay. Ich weiß, dass ich bald eine, das TM Blitzkanone bekomme, allerdings, ist es eher sinnlos, diese Attacke meinem, Magneton beizubringen, da mein Magneton diese Attacke von selbst lernt. Ich meine auf 51 oder so. Oder auf jeden Fall irgendwas mit 50, keine Ahnung. So. Und ja, deswegen, mal schauen. Okay, ich muss jetzt erstmal gucken, was will ich dann als nächstes so machen. Ah, gehen wir erstmal hier hoch. Nach Azuria City, glaube ich. Hier kann man, glaube ich, auch Gyarados fangen. Pokémon? Wie sieht das hier mit wilden Pokémon aus? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, die waren relativ niedrig mit dem Level. Ja. Nein! Warte doch nicht! Scheiße! Na egal! Hallo. Mein Funpi ist das niedlichste der ganzen Welt. Ich hab irgendwie so eine kleine Ahnung. Der hat ein Funpi und der rechts daneben hat einen Teddy Ursa. Also, ich gehe jetzt einfach mal so ganz, ganz stumpf davon aus. Eisenspalt. Und es trifft nicht. Das ist natürlich jetzt ein Nachteil. Eisenschweif trifft nämlich nicht so oft. Aber naja. Es ist mir relativ egal, ob Eisenschweif nicht oft trifft. Es ist eine sehr gute Attacke. Stalos! Mann! Jetzt triff doch mal! Ich hab bald keinen Bock mehr auf dich. Oh, Stalos. Komm schon. Einmal Eisenschweif soll treffen. Bitte. Was? Ey, das hat doch kein Doppelteam eingesetzt, das hat kein Sandwirbel eingesetzt. Ist das etwa zu klein für dich? Meine Güte, das ist doch so ein Riesenschwanz, Schweif. Da musst du doch ein bisschen was treffen. Mit Sicherheit noch nicht mal tot. Ach, doch, tot ist es. Meine Güte, Stalos, ey, da... Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Laszlo. Mein Funpi. Und der da rechts hat mit Sicherheit Teddy Ursa, wie schon gesagt, und da macht einfach mal Keifel. So.
Mein Teddy Ursa ist das niedlichste der ganzen Welt. Ach, wie sehr, wie einfallsreich das doch ist, muss ich zugeben. Okay, Teddy Ursa. Teddy Ursa ist voll der Traumlutscher. So, mein liebes Keifel. Dann will ich doch mal sehen, was du so alles drauf hast. Als du. Ja, 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 das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Kratzfurie. Da zieht mir insgesamt 6 ab. Ja, why not? Was ist eine Beere? Das bringt ja sowas von viel. Das bringt sehr viel, muss ich zugeben. Also, das hat mich ja fast schon zur Verzweiflung gebracht. Okay, dann werde ich mit Kaif jetzt den nächsten machen. Und ich denke mal, Misty kann ich dann... Also, Azuria City, Wasserorden, kann dann mein Magneton machen. Da oben haben wir noch einen. Links haben wir auch noch, glaube ich, oder? Was? Keinen? Soll ich verarschen? Haben wir hier vielleicht wieder ein Item? Bin mir nicht sicher. Denn ich meine, in Feuerrot oder Blattgrün oder je nachdem, wie das jetzt ist, gab es das. Und hier komme ich, glaube ich, nach Prismania City. Ne, Safronia, verdammt. Was habe ich denn gerade für einen Namen im Kopf gehabt? Wo war Prismania City denn nochmal? Ach, und der sagt, denkt an sie, komme ich nicht vorbei. Die Straße zum Kraftwerk bleibt gesperrt, bis das Problem gelöst wurde. Ah, ja. Das heißt, ich muss von Safronia City aus, nach Lavandia und von da aus durch die Höhle, so wie es scheint. Und dann komme ich auch mal in Azuria City irgendwo an. Hat er wieder Psychokinese für mich? Ich habe auch nur Punkte zu machen. Du wolltest es so. Okay. Psychokinese, wunderbar. Sie kann die Spezialverteidigung des Gegners senken. Ah, das ist mir egal, ob die Spezialverteidigung gesenkt werden. Das ist eine starke Attacke, meine Güte. Wer kann das denn? Wollen wir doch mal sehen. Wer kann das sehen? Da. Mit Sicherheit keiner. Nein! Egal. Wie sieht's denn hier aus mit diesem riesen Gebäude? Ich meine, hier war nichts. Da kann ich vorerst auch noch nicht rein. Später irgendwann. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wann ich da rein kann. Ist mir ehrlich gesagt im Moment auch Schnuppe. Kann ich denn nach links? Ja, kann ich. Und nachts kann man hier Hunduster fangen, zum Beispiel. Das ist jetzt nur ein Beispiel von mir, da. Oder nee, warte mal. Wo komme ich da denn raus? Ich meine, man kommt dann Lavandia, also da in der Nähe, auf dem Weg zu Lavandia. Und hier können wir uns nochmal einen Orden holen. Wäre allerdings dann für X-Bad gedacht. Ah, hier ist bloß meine City. Meine ich doch. Ha. Ist da oben vielleicht ein Item? Ist da oben vielleicht ein Item? Ist da vielleicht ein Item? Ist da vielleicht ein Item? Ist da vielleicht ein Item? Ich weiß nicht. Nein, natürlich nicht. Okay, wie sieht's hier aus? Ja, ich mache ein bisschen mehr Beschleunigung. Hätte ich auch keinen Bock, hier drum herum zu rennen. Das Pokémon Center muss ich nicht ins Einkaufszentrum, könnte ich ja mal kurz gucken, was ich da eventuell an TMs bekomme. Die Spielhalle brauche ich auch nicht unbedingt. Was kriege ich nochmal von dem Hampelmann da oben? Sie ist ruhig, möchtest du öffnen? Ich meine, das, hier gab es sogar Slimer. Ich bin mir nicht sicher. Hier sind vor kurzem Slime aufgetaucht. Siehst du den Teich da vor dem Haus? Dort leben jetzt Slimer. Wo kommen sie her? Das ist ein echtes Problem. Ja, vernichten kann ich die natürlich jetzt auch nicht komplett. Von daher... Wayne interessiert. Ab in den Supermarkt. Ich möchte nämlich gucken, ob ich jetzt wirklich einige TMs kaufen kann. Also TMs, die mir wirklich was bringen. Ich meine, Kohle habe ich ja, denke ich mal, noch mehr als genug. Ich kann mal kurz noch gucken, was ich eventuell verkaufen könnte. Verkaufen. Bin ich hier schon richtig? KP Plus muss ich noch geben. Verkaufen werde ich nichts.
aber ein bisschen was meinen Pokémon geben, würde ich sagen. Also besonders KP Plus und AP Plus. Stalos und Erdbeben. Und KP Plus, Wert im niedrigsten KP, Wert im niedrigsten KP. Magneton. So. Und dann geht es mal nach oben. Was hast du für mich? Willkommen, womit kann ich dienen? Ah, TM10. Effekt hängt von Pokémon ab. Verstärkt Feuerattacken 5 Runden. Eine Runde Schutz, Wiederholung, bla bla. Fügt in jeder Runde Schaden zu. Okay, das sind jetzt ein bisschen dämliche TMs. Relativ lächerliche TMs. So wie Regentanz, Sonnentag und Kraftreserve und sowas. Irgendwas für mich. Oh, oh. Ich habe meinen Pokémon getauscht, ohne ihm Upgrades zu geben. Ja. Wunderbar. Polygon mit Polygon 2. Kauf. Puppe. Was will ich mit der scheiß Puppe? Bin ich schwul oder was? Meine Güte. Was hast du hier oben? X-Treffer und er an der Seite hat mit Sicherheit Protein und Calcium und all den Schnott. Genau. Ach ja, gibt es wieder auf dem Dach jemanden, der was zu trinken will oder nicht? Oder wo? Oder was? Oder wie? Ich hab keine Ahnung. Was mit dir? Ein Spielautomat mit einem Roulette. Die gibt es schon lange nicht mehr. Und warte mit dir. Oh, hier gibt es keine Spiele. Ich wollte doch spielen. Ja, dann geh mal in die Spielhalle, du Hampelmann. Okay, also gibt es in Kanto für mich bis jetzt, zum Beispiel hier in diesem Einkaufszentrum, Mann, nichts Interessantes. Oh, oh Gott. Scheiß Headset. Ach Gott. Ach, geht doch. So. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich meine, links haben wir noch ein Relaxo, wenn ich mich jetzt nicht irre. Nein, doch nicht. Okay. Und unten haben wir die Arena, wo ich natürlich jetzt wieder mal nur mit der Schneider hinkomme. Ist ja auch ein bisschen dämlich, ne? Also, Arenen zu bauen, wo man nur mit der Schneider hinkommt. Dann sprinte ich mal kurz zum Pokémon Center, hol mir meinen Paras, meinen Vor-M-Opfer. Ablegen. Arschloch, Paras da. So, die Frage ist natürlich jetzt, werde ich... Ne, ich werde Kaifei wieder mitnehmen. Allerdings werde ich meinen Magneton ablegen, da Magneton mir in keinster Weise helfen kann in der Pflanzenarena. Mein Kaifei hingegen schon. Ich meine, wenn mein X-Bart schon ein Level aufgestiegen ist, werde ich Kaifei den Kampf weiterführen lassen. So. Und, ja. Wieso nicht? Ist doch gut. Alter Spanner. Okay. Ich würde sagen, da muss ich noch mein... Ja, X-Bart ist an erster Stelle, ist doch gut. Hallo! Ah, wir zeigen die Pokémon-Attacken, die Erika uns beigebracht hat. Ja, du mich auch. Müde. Aber ich muss sagen, die kommen relativ schnell voran, muss ich echt zugeben. Das macht mich ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Denn wenn wir wirklich sehr schnell vorankommen, dann sind meine Pokémon leveltechnisch in keinster Weise bereit für den Silberberg. Also, nee. In keinster Weise. So, X-Bart. Ich denke mal, Kaifei wird den Kampf sowieso weiterführen können. Aber die haben ja richtig geile Pokémon. Sazenia, Giflor? Meine Güte. So eine Pokémon wünscht man sich doch in einer Arena. Man möchte doch eine Herausforderung haben und nicht solche läppischen, keine Ahnung. Boah. Und weg. Und ich trinke da nochmal kurz was. Ah, weiter drücken. Ja, die beiden wurden besiegt. Interessiert mich kein Stück. Mal wegpacken hier und... Nein, da. Oh, wir haben verloren. Schön. Dann gibt es hier, glaube ich, insgesamt 4, die kämpfen. Ja, okay. Bisschen Angst, aber keine Ahnung. Ich habe vergessen zu lesen. Scheiße. Egal, ich muss ja auch nicht jede einzelne Bitch vorlesen.
Was hat sie? Lobella oder so? Nein, Kokowai. Oh Mann. Exotisch. Ah, okay. Bring wohl nicht viel, mein liebes Kokowai, wa? Meine Fliegenattacke zerfetzt dich, Alter. X-Bart klaute deine Kokosnüsse. Okay, X-Bart wird eigentlich mal in den nächsten zwei Kämpfen ein Level aufsteigen. Das heißt, so viel wie Keifel darf gegen die Arena-Leiterin kämpfen. Glaubst du, dass eine Pokémon-Arena nur mit Mädchen selten ist? Nein. Die gab's in Johto auch. Und zwar... Ja, ich glaube, die gab's da wirklich zweimal. Also, einmal Jasmin hatte ja keinerlei Gehilfen. Das heißt, es war im Grunde eine reine Mädchenarena. Und, die dumme, wie hieß die alte nochmal? Bianca, genau. Mit ihrem Miltank. Das war ja auch eine reine Mädchenarena. Also, von daher. In Teak City nicht. Da auch nicht. Drachenorden auch nicht. Ja, also, es gibt bis jetzt drei reine Mädchenarenen, die wir gesehen haben. Und ich glaube, das sind die drei einzigsten. Nein, die drei einzigen. Einzigste und sowas gibt es ja nicht. Ich hasse auch Leute, die sowas sagen oder schreiben, ey. Könnte ich sowas von ausrasten. Papunga! Ein interessantes Pokémon, aber naja. Kann man eher in der Tonne kloppen, finde ich. Ja. Und Keifel darf nicht nur gegen die Arena-Leitung kämpfen, sondern auch noch gegen diese dumme Alte da vorne. Und wenn das nicht hilft und wenn Keifel schon Level aufsteigt, dann wird Impagato einfach weitermachen mit Icy. Und das ist mein Ernst. So! Los, Keifel! Hast du die Blumen betrachtet oder mich? Ich bin mir nicht sicher. Ist sie geschmeichelt, wenn ich sage sie? Aber es kann ja auch sein, dass sie dann total ausrastet. Hö, was? Ich habe Paras an erste Stelle gepackt? Wen juckt's? Bin gespannt, ob Paras drauf geht. Wenn nicht, dann ist das echt interessant. Okay, egal. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte Keifel nach vorne gepackt, aber egal, dann kommt Keifel eben jetzt nach vorne. So, Keifel. Ich bitte dich, Pulversnee einzusetzen. Das sind 14 Käfer-Pokémon, das ist ein bisschen doof. Was? Trotzdem sehr effektiv? Interessant, interessant. Hätte ich natürlich nicht gedenkt. Ja, gedenkt. Oh, wei. Interessant, interessant. Pflanze Psycho meines Wissens. Eissturm. Und dann hat sie mit Sicherheit, weil sie ein Paras hatte, denke ich, oder ich gehe davon aus, dass sie dann ein Parasek auch noch hat. Also es wäre jetzt logisch. Entweder Parasek oder Kokowai. Aber weil Kokowai schon da war, Parasek. Jo, bin ich gut. Ich hab's einfach drauf. Ich denke mal, ein Eissturm sollte eigentlich ausreichen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Komm schon. Na. Juhu. Keifel, du bist aber wunderbar. Okay. Corinna wurde besiegt. Wie ärgerlich. So. Keifel kommt an erster Stelle. Ach Gott, mein armes Paras. Es musste schon so viel leiden, aber es ist natürlich immerhin noch ein Teammitglied. Naja. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Pokémon Kristall, wenn wir dann den nächsten Orden holen. Und zwar unseren... 10. glaube ich, ja. 10. Es dürfte der 10. sein. Also, tschüssi und Kowski.